Die Sina von Melin Tag und Nacht ist da. Schön, dass du da bist. Hallo, freut mich auch. Du hast wahrscheinlich hier keine Zeit, dich tätowieren zu lassen, richtig? Nicht wirklich. Ich wurde noch nie auf einer Messe tätowiert, fällt mir da gerade mal auf. Das ist eigentlich total unfair. Also echt, Bock hätte ich mal. Ja? Ja. Wann war denn dein letztes Tattoo? Mein letztes Tattoo war vor weniger als 3 Wochen auf jeden Fall. Also ich habe ja hier meinen Raucherarm, nenne ich ihn immer gerne. Okay, wieso Raucherarm? Schwarz abgestorben. Komplett schwarz gemacht, genau. Jetzt hab ich's auch verstanden. Und wir arbeiten jetzt mit Weiß auf Schwarz. Geil. Sieht man auch nicht so oft. Ja. Ja, also so schwarze, komplett schwarz tätowierte Körperteile sind ja jetzt nicht mehr so out neuerdings, ja. Weil viel gecovert werden muss, ja. Aber das ist dieses Bienenwabenmuster da noch drunter oder ist es so eingearbeitet? Das ist tatsächlich schon mit Weiß auf Schwarz gestochen. Also das, krass. Was da drunter war, das ist, kannst du gar keinem erzählen, ey. Ich hatte da richtig in die Scheiße gegriffen. Okay. Und war das dann eines deiner ersten Projekte oder? Eins der ersten Tattoos hatte ich auf dem Arm, ja genau. Das war, ich war viel zu jung, mit 14 so, weißt du. Also abgesehen von der Motivwahl war der Tätowierer nicht die beste Wahl und war schrecklich, ganz schrecklich, wirklich. Und dann noch direkt auf den Unterarm? Ja, na klar, natürlich. Also ich hatte mein Man will ja cool sein. Ich hatte mein erstes Tattoo tatsächlich mit 13. Ach krass. Auch so einen tribalen Notenschlüssel, so über den Hintern, so groß. Also, naja, man hätte vielleicht ein bisschen warten sollen. Also bist du jetzt fleißig am Covern? Ja, so sieht's aus. Das ist eigentlich, ja genau, damit beschäftige ich mich hauptsächlich, meine ganzen alten Tattoos irgendwie aufzufrischen und zu verbessern, ja. Ja. Und wusstest du aber nach dem ersten trotzdem, also warst du nach dem ersten erstmal happy und dachtest, das ist geil? Oder wusstest du direkt, naja? Nee, ich war mega happy. Und das war ja das Ding, meine Mutter hat es mir damals sogar noch erlaubt und die hat halt nicht geahnt, dass es so eine Ausmaße annimmt. Die dachte, ey, sie macht das jetzt oder macht sie später nicht mehr, alles gut, aber so lief's leider nicht. Und was sagt sie jetzt dazu? Also sie hat irgendwann aufgehört, sich zu beschweren. Also was willst du auch machen? Das ist halt mein Lifestyle. Also keiner kennt mich irgendwie mehr anders. Von daher ist das in Ordnung mittlerweile. Und jetzt hast du wahrscheinlich eine bedachtere Wahl beim Tätowierer. Ich muss. Also die wenige Fläche, die noch übrig ist, die sollte ich schon auf jeden Fall jetzt mit gut überlegten Motiven auf jeden Fall schmücken. Ja. Überlegst du da vor allem, wie es aussehen soll und wie das technisch gemacht wird? Oder hast du auch so bei der Motivwahl tiefergründige Motive? Also Motive und Motive jetzt im zweifachen Sinne. Na, im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen, dass ich so viel Oldschool-Sachen gemacht habe, weil ich eigentlich total auf Realismus stehe. Und jetzt habe ich natürlich die besten Tätowierer irgendwie bei mir im Shop. Ja, nicht mehr genug Platz leider, aber also so die Realismus-Schiene, die wäre ich schon am liebsten von Anfang an gefahren. Das wäre schon cool gewesen, ja. Ja, da wünscht man sich einen zweiten Körper quasi. So sieht's aus. Genau, einmal schälen und nochmal von vorne, ey, das wär's. Definitiv. Würdest du denn auch lasern? Habe ich ein bisschen Angst vor und vor allem sehe ich halt bei den anderen, dass es ein super langwieriger Prozess ist irgendwie und oh nee, also alles, was man noch covern kann, dann wäre ich eher für covern, ja. Kann man denn auf Schwarz, auf Weiß Realismus machen, überlege ich gerade? Weiß ich gar nicht. Nicht wirklich, also vielleicht kannst du es andeuten, so Blumen und sowas eventuell, aber jetzt so ein Porträt habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass es so funktionieren würde. Ja. Sorry, ich gucke nochmal die Leute an, ich war jetzt nur gerade in deinem Arm so noch ein bisschen, ja. Ja, genau. Nee, aber es ist cool, mit den weißen Blättern auch und den Blumen, sieht sehr schön aus, sehr filigran, ne? Ja, ich habe jetzt jemanden gefunden, der Bock drauf hat, haben nicht alle, muss man sagen, aber ja, das wird jetzt, ich habe jetzt die nächsten Monate, glaube ich, 6 Sitzungen oder so. Ja. Es wird langsam, hat auch lange genug gedauert. Es hieß ja auch früher immer, dass man das eben nicht kann über schwarz drüber tätowieren. Das ist echt meines Erachtens auch eine neue Entwicklung, relativ neu. Also was heißt neu? Die Sachen haben sich einfach im Allgemeinen besser entwickelt. So, weißt du? Die Farben sind besser geworden als früher und damit ist es halt machbar. Früher war wahrscheinlich einfach von den Produkten her das nicht möglich, so wirklich. Ja. Aber weiß ist jetzt halt weiß, ne? Also da kannst du auch über schwarz rüber gehen, das passt schon. Ja, ja, stimmt. Aber da kam, glaube ich, früher keiner drauf oder es ging noch nicht. Ja, na, früher hat auch noch keiner so große, halt verkackte Tattoos gehabt, dass er halt irgendwie in so eine Situation gekommen ist, das machen zu müssen, weißt du? Oder sie galten noch nicht als verkackt, das ist ja auch immer interessant. Das stimmt tatsächlich. Vielleicht wären meine Tattoos noch vor 25 Jahren super schön gewesen. Wäre sie denn gewesen? Ich war auch früher die coolste auf dem Schulhof, weißt du? Aber naja, Zeiten ändern sich, ne? Ich sehe jetzt, du hast hier am Ohr auch was. Genau. Also ich nenne das noch Ohr, viele sagen schon Gesicht, aber so im Gesicht selber, möchtest du da auch was oder ist das für dich eine Grenze auch irgendwo? Also eigentlich habe ich keine Grenzen. Mein Umfeld schafft mir meine Grenzen. Mein Freund zum Beispiel, der sagt so, ey bitte, weißt du, irgendwo ist Schluss so im Gesicht und so, muss nicht sein. Der fand das hier auch alles schon nicht so geil, aber ich habe nichts gegen Gesicht-Tattoos. Ich finde das eigentlich echt geil, muss ich sagen. Ja. Und weißt du schon, was so das Nächste ist, was du machen wirst? Also natürlich bringe ich erstmal den Arm in Ordnung und so weiter. Also ich bin wirklich erstmal nur am Covern und ich kriege von meinem Kollegen Hasso ein Snoop Dogg-Porträt und das feiere ich mega auf jeden Fall. Also dafür hast du auch noch Platz für den Realismus. Genau, auf dem Bein habe ich echt noch ein bisschen Platz. So. Ja. Und
schenke ich ihm gerne. Da bin ich in guten Händen, auf jeden Fall. Sehr cool, freut mich. Ja, ich weiß, dass du wenig Zeit hast, deswegen, deswegen würde ich auch tatsächlich an der Stelle schon sagen, ich sage am Ende immer, hast du noch irgendwas, was du gerne erzählen möchtest, was ich noch nicht was vergessen habe zu fragen zu deinen Tattoos, was bestimmt ist, was dir auf dem Herzen liegt. Wenn nicht, habe ich gut gefragt und du darfst gehen. Ja, ich gehe, aber ich würde mich noch mal gerne bedanken, dass Dortmund ist eine super geile Convention und ich bin froh, eingeladen worden zu sein, auf jeden Fall. Ich freue mich auch und dass du bei uns warst. Ja, vielen Dank. Danke. Mach's gut.